Besten Dank für die netten Einführungsworte, meine Damen und Herren. Auch ich möchte Sie herzlich begrüßen heute zu diesem Referat, zu den wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen und den ökonomischen Auswirkungen von freihändigen IT-Vergaben. Nun, der Titel ist vielleicht etwas sperrig, hört sich etwas umständlich an, aber ich glaube, die Ausgangslage sollte allen klar sein, allen, die hier im Raum sind. Es geht nämlich vor allem darum, dass Beschaffungsaufträge im IT- und im ITC-Bereich immer wieder Schlagzeilen machen in den letzten Jahren. So zum Beispiel schafft es dieses Jahr die Erneuerung von Teilen des Funknetzes Polycom, über welches Polizei, Feuerwehr, die Grenzwache und der Zivilschutz kommunizieren können in die Presse. Der entsprechende Auftrag für etwa 325 Millionen Franken wurde nämlich nicht ausgeschrieben, sondern freihändig vergeben. Oder ein weiteres Beispiel stellt die Beschaffung von 400 Richtstahlgeräten im Auftrag des Verteidigungsdepartements dar, die ebenfalls nicht ausgeschrieben wurden, obwohl dafür mehr als 100 Millionen Franken ausgegeben wurden. Ich denke, nur schon diese wenigen Zahlen, die ich jetzt genannt habe, zeigen, dass der Staat in seiner Rolle als Einkäufer von Gütern und Dienstleistungen heute ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor darstellt. Gemäß der OECD betrug das Beschaffungsvolumen des Gemeinwesens, also der Kantone, des Bundes, der Kantone und der Gemeinden insgesamt, in der Schweiz 2013 8,4% des Bruttoinlandproduktes. Oder anders ausgedrückt, 25%, rund ein Viertel der Staatsausgaben, werden für Beschaffungsaufträge ausgegeben. Das ist ein massiver Betrag, auch wenn das Beschaffungsvolumen, wie sich der Abbildung hier entnehmen lässt, im OECD-Vergleich noch etwas unter dem Durchschnitt liegt. Da ist es nämlich so, eben, dass im Durchschnitt das Beschaffungsvolumen am Bruttoinlandprodukt ungefähr 12% ausmacht und gemessen an den Staatsausgaben fast 30%. In der Schweiz sind wir noch nicht ganz so weit. Wir bewegen uns hier so etwa im Bereich der Vereinigten Staaten und Spanien. Aber wenn Sie zum Beispiel die Niederlande anschauen, da werden schon über 40% der Staatsausgaben für Beschaffung aufgewendet. Nun, in Franken ausgedrückt, bewegt sich das Gesamtbeschaffungsvolumen auf eindrückliche 41 Milliarden Franken in der Schweiz. Davon entfallen rund 15% auf den Bund, das sind also etwa 6 Milliarden. Die restlichen 35 Milliarden werden ausgegeben für Beschaffungen durch die Kantone und die Gemeinden. Aus der linken Abbildung sehen Sie überdies, wie sich die Beschaffungen des Bundes in den letzten Jahren entwickelt haben. 2010 wurden noch etwa 3.500 Aufträge ausgeschrieben. 5 Jahre später, 2015, waren es bereits 5.500. Also ein enormes Wachstum von fast 60%. Rund 85% dieser Aufträge werden öffentlich ausgeschrieben oder umgekehrt ausgedrückt, eben nur etwa 15% dieser Beschaffungen erfolgen freihändig, das heißt ohne Ausschreibung. Etwas anders sieht die Situation aus, wenn Sie nur auf diese IT-Beschaffungen fokussieren. Hier sind die Zahlen enorm gestiegen einerseits, das kann man beobachten. Sie haben sich fast verdoppelt von etwa knapp 400 auf etwa 700, 800 Aufträge pro Jahr. Und was vor allem auffällig ist, die Quote der Freihänder ist massiv viel höher, nämlich im Durchschnitt etwa 40%. Verglichen mit diesen 50% ist das eben sehr viel höher. 2 von 5 Aufträgen in diesem Bereich werden freihändig vergeben und damit ist noch nichts über das Volumen gesagt, das freihändig und nicht freihändig vergeben wird. Weshalb ist diese Entwicklung eben allenfalls dann problematisch? Nun, der Ausschreibungswettbewerb hat sich ja international durchgesetzt, weil damit ein effizienter Umgang mit knappen Staatsmitteln, also letztlich mit unserem Steuerfranken, sichergestellt werden kann. Ausschreibungen simulieren Wettbewerb da, wo eben sonst keiner herrschen würde. Sie fördern die Konkurrenz zwischen den Anbietern und stellen sicher, dass letztlich eben diejenigen Angebote zum Zug kommen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Ausschreibungen schaffen überdies Transparenz. Sie sind ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Vetterli-Wirtschaft oder sogar gegen Korruption. In diesem Sinn, es ist offensichtlich, wenn freihändig ausgeschrieben wird, werden all diese Vorteile ausgehebelt. Natürlich wäre es jetzt nicht sinnvoll zu fordern, dass jeder Auftrag ausgeschrieben wird. Da würde dann die Kosten einer Ausschreibung wahrscheinlich deren Nutzen relativ schnell übertreffen.
Der Gesetzgeber hat deshalb, wie Ihnen ja bekannt ist, Schwellenwerte festgelegt, ab welchen Beträgen dann welche Ausschreibungsverfahren zur Anwendung kommen sollen. Und es gibt zusätzlich eine Liste von Gründen, weshalb sogenannte überschwellige Aufträge dann freihändig vergeben werden dürfen. So zum Beispiel, wenn eine Ausschreibung zuvor erfolglos verlief, also wenn sich zum Beispiel niemand oder nur eine Partei gemeldet hat. Wenn effektiv dann nur ein Anbieter in Frage kommt, weil es gar keine Konkurrenten auf dem Markt gibt. Oder ein Argument, das man in der Praxis dann immer mal wieder hört, wenn eine besondere Dringlichkeit im Beschaffungsprozess besteht. Wenn man das dann ein bisschen genauer anschaut, sieht man oftmals, dass diese Dringlichkeit künstlich zustande gekommen ist, indem die Beschaffungsstellen oder die dahinterstehenden politischen Behörden einfach zu lange mit der Beschaffung zugewartet haben und dann halt in der letzten Minute irgendwie beschaffen müssen. Im IT-Bereich beruft man sich dann regelmäßig eben auch auf diese Ausnahmeregelungen. Sinngemäß wird dann oftmals auf bestehende Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern sowie eben auf die Komplexität von IT-Produkten verwiesen. Dass Beschaffungen im IT-Bereich etwas komplexer sind, als wenn wir, ich weiß nicht, Bleistifte, Kugelschreiber oder so etwas beschaffen, das, glaube ich, leuchtet allen unmittelbar ein. Auch das Argument, dass Abhängigkeiten, besonders wenn man sich eben mal auf ein bestimmtes System, sei es eine Hardware oder eine Software, festgelegt hat, solche Abhängigkeiten eben bestehen können, ist sicherlich nicht abwegig. Insgesamt deutet eben einiges darauf hin, dass im IT-Bereich allenfalls situativ Probleme mit marktmächtigen Unternehmen bestehen könnten. Und wenn dem so wäre, dann schließt sich natürlich auch gerade die Frage an, ob das Wettbewerbsrecht in diesem Fall anwendbar ist. Und falls ja, wie? Ich habe hier versucht zu illustrieren, was der Zusammenhang zwischen dem Vergabewesen und dem Wettbewerbsrecht ungefähr ist. Das grundsätzliche Ziel des Wettbewerbsrechts ist relativ einfach. Man will den Wettbewerb schützen, man will ihn stützen und fördern. Dafür stehen den Wettbewerbsbehörden zwei Gesetze zur Verfügung. Einerseits das Kartellgesetz, das die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen. Und dann gibt es auch noch das Binnenmarktgesetz, das in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer ein bisschen mehr ein Mauerblümchen-Dasein fristet. Aber gerade das Binnenmarktgesetz richtet sich gegen Beschränkungen des Wettbewerbs im öffentlichen Recht der Kantone und der Gemeinden. Es liefert also auch im Vergabebereich eine Handhabe, aber nicht gegen die Submittenten, sondern gegen die Beschaffer selber, das Gemeinwesen. Das Gesetz enthält nämlich Mindeststandards für die öffentliche Beschaffung, die neben der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen und dem kantonalen Beschaffungsrecht zur Anwendung kommt. Diese Mindeststandards umfassen einerseits den diskriminierungsfreien Zugang zu kantonalen und kommunalen Beschaffungsmärkten, andererseits eine Publikationspflicht für umfangreiche Beschaffungen durch kantonale und kommunale Behörden. Mit dem Binnenmarktgesetz, also kann zusammenfassend gegen eine Vergabestelle vorgegangen werden, die unrechtsmäßig freihändige Vergaben gemacht hat. Ich glaube aber relevanter für die vorliegende Fragestellung ist eher das Kartellgesetz. Dies natürlich deshalb, weil sich mit dem Kartellgesetz das Verhalten der Submittenten, also derjenigen, die an einer Ausschreibung teilnehmen, erfassen lässt. Hierbei sind zwei Verhaltensweisen denkbar. Das eine sind die sogenannten Submissionskartelle, also Absprachen bei Submissionen. Und das andere ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Unternehmen. Lassen Sie mich auf diese zwei kartellrechtlich relevanten Verhaltensweisen etwas genauer eingehen und Ihnen aufzeigen, was deren praktische Relevanz ist. Nun, Submissionskartelle sind in der Schweiz, man muss es sagen, keine Seltenheit. Da muss man vielleicht auch wissen, dass die Schweiz ja aus einer richtigen Kartellkultur herauskommt. Die Schweiz war bis Mitte der 90er Jahre ein richtiges Kartellparadies. Kartelle waren legal, es gab das Bierkartell, das Zementkartell, die Banken haben ihre Konditionen abgesprochen, das war alles legal. Es gibt also eine gewisse Kultur anscheinend für Kartelle in der Schweiz, wobei fairerweise muss man sagen, dass gerade in diesem Bereich, den ich hier speziell anspreche, im Baubereich, überall auf der Welt international Submissionskartelle verbreitet sind. Sie werden immer wieder aufgedeckt, es gibt spektakuläre Fälle. In der Schweiz stand ein erster Fall, den ich kurz ansprechen möchte, wo es eben um Submissionskartelle geht, mit dem Bau der NEAT in Zusammenhang. Gegenstand des Verfahrens waren die hohen Zement- und Betonpreise für den Bau der beiden NEAT-Basistunnels.
Die Beschaffungsbehörden befürchteten dazu mal, dass diese hohen Preise eben mit Preis- und Gebietsabsprachen zu erklären wären. Und deshalb hatte die WEKO dann sich diesen Fall angenommen und hatte sich das angeschaut. Es zeigte sich dann aber, dass vor allem hohe Transport- und Logistikkosten teilweise durch die hohen Anforderungen der Beschaffungsstelle selbst verursacht, diese Preise oder diese hohen Preise für Zement und Beton relativ gut erklären konnten. Also eine erste Lehre aus diesem Fall für mich war, dass die Beschaffungsstellen oftmals durch zu restriktive Anforderungen das Pool der Bewerber selbst schon eingeschränkt haben, also viele Bewerber ausschließen und damit auch die Preise in die Höhe treiben können. Ein zweiter Fall, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist ein spektakulärer Submissionskartell in der Schweiz, das im Kanton Tessin bestand, und zwar zwischen 1998 und 2005. Da wurde de facto jeder öffentliche Auftrag im Bereich Straßenbau abgesprochen. Das Kartell umfasst eigentlich alle Bauunternehmen im Kanton Tessin dazu mal, und es wurde eine minutiöse Buchhaltung geführt, wer welchen Auftrag ausführen darf. Die Preise für den Straßenbau im Kanton Tessin waren dann ungefähr schätzungsweise 30% überhöht, was, wenn man eben den Schaden für den Steuerzahler berechnete, so auf ungefähr 80 Millionen zu stehen kam. Die Lehre aus diesem Kartell ist, solche Verhaltensweisen kosten den Steuerzahler Geld. Es geht hier nicht um Peanuts, es ist auch, glaube ich, kein Gentleman's irgendwie Verbrechen oder so, sondern es geht hier um Geld. Man prellt den Steuerzahler um seinen bezahlten Steuerfranken. Im Angesicht der etwas knapperen Zeit, als ich ursprünglich gerechnet habe, werde ich auf die anderen Fälle jetzt nicht mehr groß eingehen. Es gab noch verschiedene andere Fälle. Festhalten lässt sich aber, dass das Kartellgesetz durchaus ein griffiges Instrument gegen Absprachen im Vergabewesen darstellt. Und es ist hierzu gibt es in der Zwischenzeit eben auch eine ziemlich reichhaltige Rechtsprechung. Aber Absprachen sind, zumindest prima vista, so wie ich das jetzt eingeschätzt habe, und vermittelt bekommen habe, nicht das Hauptproblem, mit dem sich die Beschaffungsstellen im IT- und im ITC-Bereich eben herumschlagen müssen. Es geht, wie zuvor angetönt, wahrscheinlich eher um das Problem der marktmächtigen Unternehmen. Hierbei, wenn ich von marktmächtigen Unternehmen spreche, meine ich nicht einfach große oder erfolgreiche Unternehmen, wie man das vielleicht so im Volksmund ein bisschen verstehen würde, sondern wenn man im Kartellrecht von einem marktbeherrschenden Unternehmen spricht, dann steckt da schon eine etwas präzisere Definition dahinter. Man meint nämlich eben nicht einfach große Unternehmen, sondern Unternehmen, die sich in einem wesentlichen Umfang unabhängig von seinen Konkurrenten verhalten kann. Oder anders gesagt, es geht unter Unternehmen, die keinem wesentlichen Wettbewerbsdruck mehr ausgeliefert sind durch die Konkurrenten, deshalb einen gewissen Spielraum im Markt haben, den sie zum Beispiel für Preiserhöhungen nutzen können. Und ich quäle Sie etwas mit dieser Definition, weil sie wichtig ist. Denn wenn ein Unternehmen nicht als marktbeherrschend betitelt wird, kann es gemäß dem Kartellgesetz sich eben auch nicht missbräuchlich verhalten. Das will heißen, gegen ein solches Unternehmen kann kartellrechtlich nicht vorgegangen werden. Man muss aber sich auch bewusst sein, dass dieses Prädikat Marktbeherrschen nicht einfach unbedacht von den Behörden vergeben werden sollte. Denn es geht mit einer speziellen Verantwortung für die betroffenen Unternehmen einher. Sie dürfen ihre besondere Marktstellung nicht missbräuchlich ausnützen. Es gelten Spezialregeln für diese großen, für diese mächtigen Unternehmen. Diese umfassen zum Beispiel, dass Geschäftsbeziehungen mit anderen Unternehmen nicht einfach grundlos verweigert werden dürfen. Handelspartner dürfen nicht irgendwie wahllos diskriminiert werden. Auch Preise und Geschäftsbedingungen müssen angemessen sein, was immer das dann in der Praxis genau bedeutet. Die Preise der Konkurrenz sollten nicht gezielt unterboten werden, um diese aus dem Markt zu drängen. Und auch bei der Koppelung von Produkten ist Achtsamkeit gefordert. Ob ein gewisses Verhalten letztlich dann kartellrechtlich problematisch ist oder nicht, das muss immer im Einzelfall abgeklärt werden, und das führt dann regelmäßig eben auch zu sehr langjährigen, oft auch ausufernden juristischen Streitigkeiten. Das braucht aber nicht zu erstaunen, denn Unternehmen drohen massive Sanktionen. Es ist verständlich, dass sie sich mit Händen und Füßen gegen diese Entscheide auch wehren und wehren dürfen, bis zur letzten Instanz, dem Bundesgericht, zum Preis, dass ein solches Verfahren dann mal 10 Jahre dauern kann, bis es letztinstanzlich abgeschlossen ist. In der Schweiz gibt es nun meines Wissens keine Fälle, in denen eine Beschaffungsstelle einem Unternehmen vorgeworfen hätte, dass es seine eben dominante Position missbrauchen
würde. Mir ist nur ein Missbrauchsfall bekannt, wo es um die Beschaffung der öffentlichen Hand ging. Da war aber die Ausgangslage etwas anders. Ein Submittent warf nämlich der Beschaffungsstelle vor, dass diese eine marktbeherrschende Stellung innehaben würde. Es handelt sich um die Klage eines Helikopterproduzenten im Zusammenhang mit der Beschaffung von leichten Transport- und Schulungshelikoptern durch die Arma Swiss. Die WEKO hielt damals, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, fest, dass die Arma Swiss wohl kaum marktbeherrschend ist. Helikopterproduzenten, die sind international, weltweit tätig, es gibt verschiedenste Absatzkanäle in allen Ländern. Man kann kaum sagen, dass, wenn man in der Schweiz ein paar Helikopter weniger verkauft, dass dann das sich wahrscheinlich im Geschäft dieses Unternehmens massiv auswirken würde. Aber unabhängig vom konkreten Kläger gibt es in der Praxis der WEKO schon einige Fälle, die nahelegen, dass eine Beschaffungsstelle kartellrechtlich gegen ein marktbeherrschendes IT-Unternehmen vorgehen könnte und sich unter Umständen so aus einer unverschuldeten Abhängigkeit lösen könnte. Ich möchte exemplarisch auf einen Fall eingehen. Es handelt sich um eine sogenannte Vorabklärung, aber im IT-Bereich eben, der durchaus auch eine Beschaffungsstelle hätte involvieren können. Konkret ging es um die Firma Cisco. Diese stellt ja unter anderem Netzwerkgeräte her, sogenannte Ethernet-Switches und Routers. Ich gehe davon aus, dass Sie sich da besser auskennen als ich. Aber zumindest ist es so, diese Geräte werden nicht nur verkauft, sondern sie müssen nachher auch gewartet werden und ab und zu braucht es Updates des Betriebssystems. Grundsätzlich können solche Supportdienstleistungen nun von der Cisco selber oder von Vertragspartnern vorgenommen werden oder aber eben möglicherweise auch von unabhängigen Dritten. Der Vorwurf kam nun genau von solchen unabhängigen Dritten, die geltend machte, die Cisco würde den Bezug von Betriebssystem-Updates an den Erwerb von Supportdienstleistungen koppeln und sie somit aus dem Wettbewerb ausschließen, sie aus dem im Wettbewerb behindern und verdrängen. Wie gesagt, der Kläger waren diese Drittanbieter, aber es ist durchaus denkbar, dass eine Beschaffungsstelle, die zum Beispiel Service- und Dienstleistungen, Service-Dienstleistungen einkaufen möchte für ein bestimmtes IT-Produkt, feststellt, dass der Wettbewerb da irgendwie nicht richtig funktioniert und auf die WEKO zukommt. Lassen Sie mich vielleicht das nochmals ein bisschen genauer erklären. Es ist ein bisschen dasselbe Problem, das Sie haben, wenn Sie ein Auto kaufen beim Markenhändler, in der Markengarage. Wenn Sie dieses bei einem Drittanbieter reparieren wollen, dann braucht er natürlich gewisses Know-how, er braucht die Bücher, die Servicebücher des Herstellers und so weiter. Und wenn er an diese Dinge nicht herankommt, dann kann er Ihr Auto auch nicht flicken. Und ein bisschen das war das Problem, dass diese Drittanbieter sagen, wir kriegen diese Informationen nicht, wir können diese Updates nicht machen, ergo können wir auch diese Wartung nicht vornehmen. Was meinte die WEKO nun zu diesem Fall? Wie gesagt, eine Voraussetzung für das Eingreifen der WEKO ist, dass eine marktbeherrschende Stellung besteht. Aber marktbeherrschend auf welchem Markt? In einem ersten Schritt muss man sich nämlich immer überlegen, wenn man solche Fälle anschaut, auf welchem Markt ein Unternehmen tätig ist. Es muss eine sogenannte Marktabgrenzung vorgenommen werden. Und die entscheidende Frage ist immer, oder in diesem Fall bei diesen Gütern, wo man ein Produkt kauft und nachher gewartet werden muss, ob es sich hier um einen Markt handelt, also ob der Kauf und die Wartung sozusagen im gleichen Markt sind oder ob das eben separate Märkte sind. Wenn diese Produkte zusammengehören, dann liegt ein sogenannter Systemmarkt vor. Die Idee ist hierbei, dass sich ein Unternehmen auf dem nachgelagerten Markt eben nicht mehr unabhängig verhalten kann, weil dieses Verhalten Rückwirkungen auf den Primärmarkt hätte. Nehmen Sie das Beispiel der Nespresso-Kaffeemaschine zu der Zeit, als es noch keine Konkurrenz bei den Kapseln gab. Natürlich wusste jeder, der eine solche Kaffeemaschine gekauft hat, dass er sich damit auch an das nachgelagerte Produkt, nämlich diese Kapseln, bindet. Ich als Ökonom würde annehmen, dass sich ein vernünftiger Mensch also vorab überlegt, ob das Gesamtpaket irgendwo Sinn macht. Zum Beispiel kann es sein, dass die Kaffeemaschine relativ billig geliefert wird, dafür ist der Kaffee dann ein bisschen teurer. Es kann aber auch umgekehrt sein, die Kaffeemaschine ist teuer, dafür würde ich dann aber sicherstellen, dass ich gute Bedingungen habe, wenn ich den Kaffee kaufen will. Und der Punkt ist natürlich immer, wenn ich das Ding als diese beiden Märkte gemeinsam anschaue, dann stehen
die Kaffeemaschinen untereinander in Konkurrenz, weil ich kann eine andere Kaffeemaschine kaufen. Und man kommt also, wenn man einen Systemmarkt annimmt, eher nicht zum Schluss, dass eine Marktbeherrschung vorliegt. Und zudem kann eine Kopplung von Produkten ja auch nur in unterschiedlichen Märkten erfolgen. Gehören Produkte irgendwo zusammen, dann kann man zumindest im ökonomischen Sinne nicht von einer Kopplung sprechen. Es käme, glaube ich, auch niemand auf die Idee zu sagen, wenn Sie ein Auto kaufen, um auf das Beispiel zurückzukommen, das ist Kopplung, da sind die Räder schon dran. Aber natürlich ist es möglich, dass Sie ein Auto in Einzelteilen irgendwo zusammensetzen und kaufen würden. Aber irgendwie gehören diese Dinge zusammen, das gehört in denselben Markt. Wir sagen nicht, das sind verschiedene Märkte. Es ist keine Kopplung, wenn das Steuerrad schon in Ihrem Auto montiert ist, wenn Sie es kaufen. Nun, in diesem Sinne mag es Good News sein, dass die WEKO sagte, okay, für uns liegt hier kein Systemmarkt vor, sonst wäre der Fall nämlich eben fertig gewesen hier, sondern sie führte sinngemäß aus, dass es wohl von einem vor allem Kleinkunden wohl etwas übertrieben wäre zu verlangen, dass er sich nun schon bei der Anschaffung dieses Netzgerätes eine klare Vorstellung bildet, wie sich dann die Totalkosten über die ganze Lebensdauer dieses Produktes gestalten werden. Da gäbe es eben dann halt verschiedene schwer kalkulierbare Parameter. Und deshalb hat die WEKO gesagt, wir gehen davon aus, es gibt einen Primärmarkt für den Verkauf dieser Netzwerkgeräte und dann eben zwei Sekundärmärkte unten für diese Software-Updates und für Service und Wartung. Ich persönlich kann das Argument schon nachvollziehen, würde aber sagen, wenn es um Beschaffungen einer professionellen IT-Beschaffungsstelle geht, würde ich bis zu einem gewissen Grad erwarten, dass eben diese Fähigkeiten schon da sind, ein Kostenkalkül vorzunehmen, gerade eben um zu verhindern, dass man dann nachher plötzlich feststellt, ah, ich bin in Abhängigkeiten, aus denen ich nicht mehr herauskomme. Oder man sollte sich zumindest schon mal klar sein, da kommt etwas, vielleicht braucht es schon vorab vertragliche Klauseln und so weiter, um einen Exit zu garantieren. Man muss also ein bisschen weiterdenken, wenn man nicht in Abhängigkeiten geraten will. Wenn man diese Märkte nun so abgegrenzt hat, wie das die WEKO getan hat, kann man gucken, wie stark die Stellung eines Unternehmens jetzt auf diesem Markt ist. Es geht jetzt eben konkret darum, abzuklären, ist das Unternehmen marktbeherrschend oder nicht. Dabei verwendet man oft Marktanteile als einen ersten Indikator, um etwa abzuschätzen, was die Stellung dieses Unternehmens auf dem Markt ist. Im Größeren und Ganzen schaut man sich dann aber immer die Bestreitbarkeit dieses Marktes an. Also wie einfach wäre es, die Stellung eines solchen Unternehmens anzugreifen? Und nur, wenn man sieht, das wäre sehr, sehr schwer, dann schließt man auf eine Marktbeherrschung. In diesem Fall kam heraus, dass die Cisco etwa in diesem Netzwerkgerätemarkt, glaube ich, 60% Marktanteile hat, unten bei diesen Software-Updates etwa dasselbe. Das ist sicher sehr viel. Die WEKO musste, weil es nur eine Vorabklärung war, nicht entscheiden, ob jetzt das eine Marktbeherrschung ist oder nicht. Sie stellte aber durchaus fest, dass eine marktbeherrschende Stellung nicht ausgeschlossen werden kann. Das ist der Juristentrick, oder? Man schließt es nicht aus. Somit konnte sie aber dann auch in einem letzten Schritt überprüfen, ob allenfalls eine Kopplung vorliegt. Eben eine Kopplung des Bezuges von Betriebssystem-Updates an den Erwerb von weiteren Supportdienstleistungen. Und auch da kam die WEKO zum Schluss, dass eine solche unzulässige Kopplung nicht ausgeschlossen werden könnte. Der Fall wurde ohne Folgen eingestellt, weil Cisco verschiedene Maßnahmen dann vorschlug und in der Folge auch umsetzte, die nach Ansicht der WEKO genügend waren, um das Problem im Markt zu beheben. Und ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, auf diese Maßnahmen im Detail einzugehen. Wichtiger scheint mir die Lehre, dass auch wenn die WEKO jetzt nicht die große Keule ausgepackt hat in diesem Fall, scheint sie willig, solche Fälle aufzunehmen. Sie scheint willig, gegen große Unternehmen, die eine gewisse Marktmacht haben, vorzugehen, die natürlich, das ist die Voraussetzung, irgendwo gegen das Kartellgesetz verstoßen. Eine Beschaffungsstelle sollte sich jetzt aber trotzdem meiner Meinung nach nicht einfach blind auf die WEKO verlassen in allen Fällen. Es wäre fahrlässig, denn das Kartellgesetz ist eben nur unter gewissen Bedingungen, in sehr spezifischen Situationen anwendbar und ich glaube, es ist vor allem wichtig zu verstehen, dass selbstverschuldete Abhängigkeiten mit dem Kartellgesetz nicht adressiert werden können. Dann, ich habe schon gesagt, man muss sich bewusst sein, dass diese kartellrechtlichen Verfahren sehr aufwendig sind. Sie können sich über Jahre hinwegziehen. Das ist richtig. Eben die Unternehmen müssen die Möglichkeit haben, ihre rechtlichen Mittel auszuschöpfen. In diesem Sinne sind sie eher wahrscheinlich eine Ultima Ratio, diese kartellrechtlichen Verfahren im Beschaffungswesen.
Und in diesem Sinne gilt auch hier eher der Grundsatz, vorbeugen ist besser als heilen. Und wenn man vorbeugen will, sollte man sicherlich in einem ersten Schritt darüber nachdenken, wurden eigentlich diese Quellen der Abhängigkeit in diesen IT-Ausschreibungen herrühren, weshalb funktionieren diese Märkte nicht immer optimal. Und ich glaube, man kann da aus ökonomischer Sicht so etwa drei Quellen identifizieren. Erstens können eben Markteintrittsschranken ein Problem darstellen. Gerade bei komplexeren Ausschreibungen, wie sie im IT-Bereich anzutreffen sind, besteht natürlich die Gefahr, dass in einer Art und Weise ausgeschrieben wird, die das Feld der potenziellen Submittenten schon irgendwo im Vorhinein einschränkt. Das ist eben diese NEAD-Geschichte, die man da auch beobachtet hatte. Zweitens dürfen bei IT-Beschaffungen in vielen Fällen Switching Costs oder sogenannte Wechselkosten zu Deutsch relevant sein. Da geht es um die legitime Überlegung, ja, was, wenn dann der Wechsel von einem IT-System auf das andere nicht vonstatten geht wie geplant, wenn eine ganze Bundesverwaltung, ein Amt plötzlich lahm liegt. Das erhöht natürlich die Bereitschaft zu wechseln, wenn man sich solche Überlegungen macht. Dann ist davon auszugehen, dass in vielen Situationen Informationsasymmetrien bestehen. Das heißt, dass eine Partei einfach schlichtweg besser informiert ist als die andere, zum Beispiel bezüglich technischer Lösungen, bezüglich der Machbarkeit, Umsetzbarkeit von gewissen Lösungen. Und solche Informationsvorsprünge können natürlich strategisch ausgenutzt werden. Drittens ist auch nicht auszuschließen, dass in der einen oder anderen Situation explizite oder dann vor allem eben auch implizite Kollusion besteht. Das heißt, es muss nicht immer so sein, dass die Unternehmen zusammen an einem Tisch sitzen und sich absprechen. Es reicht, wenn man sich, ohne vielleicht miteinander zu sprechen, irgendwo einig ist, dass man nicht über den Haag frisst, dass man nicht im Garten des Nachbarn, seines Konkurrenten sozusagen eindringt. Ja, die Probleme, mit denen man sich jetzt eben im Ausschreibungsbereich, im IT-Bereich konfrontiert sieht, sind in diesem Sinn in einem gewissen oder bis zu einem gewissen Grad struktureller Natur. Sie ergeben sich aus der Komplexität dieser IT-Projekte. Aber ein großer Teil dieser Probleme sind auch verhaltensinduziert. Sie sind nicht einfach naturgegeben, sondern sie resultieren aus dem Verhalten der Beschaffungsstellen und der Submittenten. In diesem Zusammenhang hat das Office of Fair Trading 2014 für die UK eine Studie veröffentlicht, in der sie genau diesen Fragen nachging. Sie hat Interviews gemacht und Fragebögen verschickt und unter anderem die folgenden problematischen Verhaltensweisen von Beschaffungsstellen und Submittenten herausgearbeitet, die eben dafür mitverantwortlich sind, dass diese IT-Beschaffungsmärkte nicht optimal funktionieren. Auf der Beschaffungsseite wurde festgestellt, dass erstens oftmals das Know-how im IT-Bereich unzureichend ist. Es wurden ungenügende Vorabklärungen vorgenommen, welche Lösung es dann überhaupt geben würde, was überhaupt in Frage kommt. Und es gab kaum Datenbasen, wo man gegenseitig eben lernen hätte können und vor allem aus vergangenen Submissionen hätte lernen können. Zweitens zeigte sich effektiv, dass die Beschaffungsstellen teilweise eine sehr große Aversion hatten, den Anbieter zu wechseln. Natürlich, wenn etwas mal funktioniert, dann will man vielleicht da nicht mehr weg, aber zum Preis, dass über die Zeit der fehlende Wettbewerb wahrscheinlich die Preise und allenfalls in Einzelfällen auch die Qualität beeinflusst hat. Drittens fehlten in den Verträgen oftmals vernünftige Exit-Klauseln. Mit anderen Worten, es wurde eben wie in diesen Systemmärkten angetönt, nicht genügend darüber nachgedacht, was denn ist, wenn man ein Produkt nicht mehr will, wenn man es wechseln will, wie kommt man eben wieder aus diesen Abhängigkeiten heraus. Es wurden eben solche Switching-Costs geschaffen. Zudem zeigte sich, dass in gewissen Fällen die Beschaffungsstellen das Projektrisiko oftmals einseitig auf die Unternehmen abgewälzt hatten. Das hat natürlich die Bereitschaft gewisser Unternehmen an Submissionen teilzunehmen massiv verringert. Also wenn man sagt, wenn es dann nicht läuft, dann bist du alleine schuld, dann musst du das berappen, dann muss ein Unternehmen natürlich auch anders kalkulieren und vor allem kleinere, vielleicht neuere Unternehmen und so weiter, war das Risiko schlichtweg zu groß, sie konnten an solchen Submissionen nicht teilnehmen. Angebotsseitig wurde hingegen festgestellt, dass gewisse Submittenten die Transparenz der Ausschreibungen verminderten, ob jetzt dies gewollt oder ungewollt gewesen ist, sei dahingestellt, aber indem sie zum Beispiel sehr komplexe, kaum durchschaubare Pricing-Modelle angewendet hatten, die es sehr schwer machten, für die Beschaffungsstellen überhaupt zu eruieren, was die Kosten sind am Schluss. Zum Teil wurden maßgeschneiderte Lösungen angeboten, obschon das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, und somit natürlich auch die Wechselkosten erhöht.
Und letztlich gab es gemäß dieser OFT-Studie auch Fälle, in denen die Informationsasymmetrien sehr gezielt ausgenutzt wurden, etwa indem man den Beschaffer versuchte, dahingehend zu beeinflussen, dass er unnötig teure Lösungen wählt. Nun, ich weiß nicht genau, wie sich diese Erkenntnisse aus den UK in die Schweiz übertragen lassen, ob das möglich ist oder nicht. Das muss ich den Profis hier im Saal überlassen. Ich glaube aber, dass sich meistens schon eben irgendwo auch zeigt, dass die Schweiz jetzt nicht ganz anders tickt als unsere Nachbarsländer, auch wenn uns die Politiker das teilweise weismachen wollen. Ich vermute also, dass man aus den englischen Verhältnissen durchaus auch die eine oder andere Lehre für die Schweiz ziehen kann. In diesem Sinne wage ich zum Abschluss einige mögliche Lösungsansätze zu skizzieren. Ich bin mir bewusst, dass ich mich da auf einer relativ hohen Flughöhe bewege. Aber trotzdem, vielleicht können wir über das eine oder andere dann auch nachher noch etwas genauer sprechen. Erstens, glaube ich, sollte darüber nachgedacht werden, ob und falls ja, wie die konkreten Ausschreibungsprozesse optimiert werden könnten. Wäre es zum Beispiel möglich, große Aufträge vermehrt zu stückeln, sodass allenfalls eben mehrere Submittenten zum Zuge kommen und weniger starke Abhängigkeiten geschaffen werden? Könnte etwa der Wettbewerb gerade im Service- und Wartungsbereich gefördert werden, indem öfters ausgeschrieben wird? Und wie könnten Hürden abgebaut werden, die einzelne Unternehmen eben von der Teilnahme an den Submissionen abhalten? Stichworte sind eben diese zuvor angesprochene Risikoverteilung, vielleicht auch übertriebene Akkreditierungsvorschriften, übertriebene Anforderungen an die Erfahrungen der Unternehmen und so weiter. Zweitens wäre es sicher sinnvoll, das Know-how im IT-Bereich der Beschaffungsstellen weiter zu erhöhen. Dabei, glaube ich, geht es nicht unbedingt einfach nur darum, dass jetzt die Schulung der Mitarbeiter noch verbessert wird. Ich gehe davon aus, wie alles in der Schweiz, wir sind Perfektionisten, sitzen da tiptop geschulte Leute. Aber es könnte vielleicht auch um einen besseren Wissenstransfer zwischen den Beschaffungsstellen gehen. Und gerade in der Vertikale zwischen Gemeinden, Kantonen und Bund. Vielleicht gibt es da diese Gefäße auch schon, da lasse ich mich gern von Ihnen dann belehren, falls da schon etwas im Tun ist. Und auch das ist vielleicht, was heute schon gelebt wird, dass im Einzelfall es vielleicht durchaus Sinn machen kann, externe Experten beizuziehen, wenn es um die IT-Beschaffung geht. In dieselbe Richtung würden eben Maßnahmen zur Reduktion von Informationsasymmetrien wirken. Wir haben in der Schweiz ja CMAP, das ist schon mal ganz gut, aber soviel ich weiß, wird CMAP vor allem auf der Bundesebene genutzt. Kantone und Gemeinden sind nach meinem Wissensstand da noch nicht, mindestens nicht durchgehend aktiv oder so aktiv, wie sie sein könnten. Zumindest solche Datenbanken erlauben eben einen Überblick über das Submissionswesen zu bekommen. Diese Daten können ausgewertet werden über die Zeit für die einzelnen Branchen und so könnte man eben vielleicht voneinander lernen. Es könnte auch wichtig sein, näher mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, sozusagen ein besseres Management of the Supplier zu betreiben. Dies, um zu verstehen, was die Unternehmen wirklich ganz genau anbieten, mit wem arbeiten sie sonst noch zusammen. Vielleicht kann man mal einen Ausflug in unserem föderalen System in einen anderen Kanton machen und schauen, wie das System da funktioniert, wie die Leute zufrieden sind. Solche Maßnahmen würden sicher helfen, eben Informationsasymmetrien zu reduzieren. Ich glaube, das sollte Ihnen bekannt sein, dass die IT-Strategie des Gemeinwesens durchaus überdacht werden könnte. Ich will da nicht viel dazu sagen. Stichworte in diesem Zusammenhang sind sicher offene IT-Systeme und eben möglichst wenige Speziallösungen. Und ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der folgende. Auch eine noch konsequentere Rechtsanwendung könnte die Beschaffungsprozesse verbessern. Vielleicht könnte man mehr darauf achten, dass die involvierten Unternehmen über vernünftige Compliance-Programme verfügen, also dass sich diese Unternehmen wirklich auch sehr, sehr, sehr bewusst sind, was sie wettbewerbsrechtlich und vergaberechtlich tun dürfen und was eben nicht. Und was ich glaube, was ich auch als sehr wichtig einschätzen würde, sind eben, dass allfällige Unregelmäßigkeiten im Beschaffungsprozess umgehend den entsprechenden Stellen gemeldet werden, natürlich vor allem auch der WEKO. Und da spreche ich jetzt auch aus meiner Vergangenheit bei der WEKO. Es gab ganz wenige Fälle in meiner Zeit, und ich war 10 Jahre bei der WEKO, wo sich eine Beschaffungsstelle gemeldet hat. Wenn sie sich gemeldet hat, war das immer sehr, sehr zögerlich, weil sie Angst hatte, die Beschaffungsprozesse zu verschleppen. Ich glaube, das ist kein Problem. Beschaffungsprozesse können neben kartellrechtlichen Verfahren durchaus parallel laufen, das ist kein Problem. Und natürlich hatten sie Angst, sich schlecht zu stellen mit den Submittenten. Da kann man, glaube ich, nur sagen, am Schluss ist auch
das die Verantwortung der Beschaffungsstelle, den Steuerfranken effektiv einzusetzen. Ich glaube, da könnte man noch viel machen. Das hätte vor allem auch eine präventive Wirkung. Es würde ein Zeichen an die Unternehmen geben, was eben geht und was nicht geht. Somit möchte ich zum Abschluss kommen. Ich glaube, wir haben nachher noch im Rahmen der Panel-Diskussion ein bisschen Zeit, vielleicht auf den einen oder anderen Punkt eingeben und dem nächsten Referenten das Wort übergeben. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.